Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind weiter auf dem Testserver für die Version 1.10 unterwegs. Wenn ihr den Testserver selber spielen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr die entsprechenden Links zum Artikel und zum Download. Heute soll es um die amerikanischen Heavies gehen, also T-32, M-103 und T-110E5. Die ja einen Buff mit der neuen Version bekommen sollen. Die Werte, die ich euch jetzt vorlese, sind natürlich vorläufig, denn auf dem Testserver kann sich auch immer mal noch was ändern. Starten wir direkt mit dem T-32, also mit dem Tier 8 Heavy. Der bekommt eine etwas genauere Kanone, die Genauigkeit wird besser, von 0,41 auf 0,40. Außerdem sinkt die Einzielzeit von 2,3 auf 2,1 Sekunden. Zusätzlich wird die Durchschlagsleistung auf der Standardmunition verbessert von 198 auf 208 mm. Die restlichen Werte Premium und HE bleiben konstant bei 245 bzw. 53 mm Durchschlagsleistung. Außerdem, und das ist wirklich krass, der T32, der bekommt einige Buffs, sinkt die Nachladezeit von 10,6 auf 9,4 Sekunden, was eine Verbesserung der DPM bedeutet von 1811 auf 2042. Ich bin also gespannt, ob das so bleibt oder ob Wargaming da merkt, dass das eventuell too much für den T32 ist. Gucken wir zum M103. Dort sind die Änderungen natürlich auch einerseits die Kanone. Die Stockgun übernimmt der auch mit den entsprechenden Werten vom T32. Aber auch die Top auf dem M103 wird verbessert. Sie bekommt eine bessere DPM, die steigt von 2142 auf 2400. Das heißt, die Nachladezeit sinkt von 11,2 auf 10 Sekunden. Außerdem werden die Softstats der Kanone in der Bewegung verbessert, also während Turmdrehung, Wandendrehung oder während der Fahrt. Damit trifft der M103 etwas besser. Die anderen Sachen, die noch gebufft werden, ist der Turm und die Wannenpanzerung beim M103. An der Wanne wird es im Grunde ähnlich wie beim T110E5 werden. Das heißt, an den Kettenrädern die Wanne wird verbessert. Das ist schon mal ganz nett. Aber das Wichtigste beim M103 ist der Turm. Einerseits der Bereich direkt über der Kanone wird verbessert. Dort steigt die nominelle Panzerung von derzeit 116,8 auf 180 bzw. 200 mm. Das ist schon mal ein extremer Vorteil. Das heißt, dort wird man nicht mehr durchschlagen werden können, weil das in aller Regel ein Autobahnzwinkel ist. Aber auch das Turmdach selber wird verbessert. Im Moment nominelle Werte von 38 bzw. 47 mm obendrauf. Das steigt jetzt an manchen Stellen auf 60 Millimeter. Also auch da ist das Overmatching am Turm nicht mehr so einfach bzw. nicht mehr möglich. Und auch die Kommandantenkuppel, die ja auch mal ein Problem ist, bekommt einen kleinen Buff, denn sie hat an den wichtigsten Stellen jetzt 110 mm statt nur, Moment, 101 mm. Das ist nicht viel, aber insgesamt diese Verbesserung am Dach sollten dem M103 auf jeden Fall helfen. Kommen wir aber jetzt hier zum T110E5. Und schauen wir uns an, was bei ihm verbessert wird. Hier sind die Änderungen, jetzt was man den Text so sieht, relativ überschaubar, aber das stimmt nicht so ganz. Es ist schon ganz spannend, denn er bekommt auch eine Verbesserung an der Wannenpanzerung, was auch den Bereich um die Kettenräder betrifft, was ja bei den Amerikanern auch meistens so ein bisschen Munitionslagerprobleme bedeutet. Außerdem werden die Softstats der Kanone während der Fahrt, während der Turmdrehung und während der Wanddrehung extremst verbessert. Also von bisher 0,18 während der Fahrt, während der Wanddrehung und 0,08 während der Turmdrehung sind es jetzt 0,14 während der Fahrt und Turmdrehung und 0,06 während der Wannendrehung. Und das muss man sagen, das sind schon Werte, die sind Medium-Niveau und das merkt man auch. Also snappen, schnell hin und her mal an der Ridgeline arbeiten, das geht auf jeden Fall jetzt deutlich besser. Natürlich hat er weiterhin den Pickel oben drauf und das ist weiterhin ein Problem. Trotzdem, die verbesserten Softstats auf der Kanone spürt man deutlich. Außerdem verbessert sich auch auf diesem Panzer die DPM. Also
Wir reden hier von einer Verbesserung von 2400 auf 2727. Das heißt, die Nachladezeit sinkt von 10 Sekunden auf 8,8 Sekunden Stock. Und das ist schon auch ein ganz schön krasser Buff. Und da bin ich sehr gespannt, ob auch hier Wargaming das so beibehält oder ob Wargaming da noch wieder ein bisschen zurückrudert. Insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr nett fahrbar, der T110E5. Also ich bin ihn ja am Wochenende, wie ihr seht, hier auf dem Testserver gefahren. Und das hat insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch versucht, mit dem M103 ein paar Runden zu fahren. Da muss ich mich erst wieder an den Panzer gewöhnen, muss ich zugeben. Der M103 ist für meine Augen ein sehr, sehr schöner Panzer. War er bisher auch, bis halt so ein bisschen die Probleme am Turmdach. Die sind halt, wie gesagt, jetzt verbessert worden. Und auch die Kanone ist besser geworden. Aber das hat auf dem Testserver für mich nicht ganz so funktioniert. Das muss aber nicht am Panzer liegen, beziehungsweise liegt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch nicht am Panzer, sondern liegt einfach daran, dass ich einfach Pech mit den Runden hatte und selber noch nicht wieder so vertraut war mit dem Panzer. Insgesamt also ein paar schöne Buffs dabei. Beim T32 bin ich sehr gespannt drauf. Auf den habe ich, also den habe ich gehasst in der Linie. Den T29 habe ich geliebt, den T32 habe ich gehasst, den M103 habe ich hingegen wieder geliebt. Und den T110E5, naja, der hat den Buff schon verdient. Das hat man gemerkt, gerade die Kommandantenkuppel, was halt weiterhin ein Problem ist. Er ist halt nicht so geil bei ihm. Deswegen bin ich auch da sehr freudig drüber, dass er jetzt einen Buff bekommt. Aber insgesamt, ihr wisst es ja, bin ich jetzt nicht unbedingt der Tier 10 Fahrer. Und dementsprechend wird der Panzer auch in Zukunft nicht häufiger unbedingt von mir gefahren. Hier der schöne Schuss auf die Badge. Also da hat man wirklich gesehen, wie gut die Softstats sein können. Natürlich, und hier wieder rächt sich der RNG wieder. Aber insgesamt merkt man schon die Verbesserung der Softstats der Kanone. Und das macht wirklich Spaß, diesen Panzer zu fahren. Ich denke aber, ich werde mich in Zukunft wieder mal ein bisschen mehr in den M103 setzen. Und da halt versuchen, weiter eventuell an der dritten Gunmark zu arbeiten. Wobei das natürlich mit den Buffs schwieriger sein wird, weil dann wieder mehr Leute diesen Panzer dann fahren werden. Jetzt natürlich die Frage an euch, seid ihr schon den Testserver gefahren? Was ist euer Eindruck von den Buffs der amerikanischen Heavies? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, beziehungsweise habt ihr es euch vielleicht schon angeschaut, einfach so den Artikel. Und was haltet ihr generell von den Buffs der Amis? Seid ihr damit zufrieden? Gehen sie euch zu weit? Gehen sie euch zu kurz? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen, wie man die Linien besser buffen oder vielleicht sogar nerven sollte. Also ab damit in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch der Hinweis, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Immer noch der Dank an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsifal, Kulle, Ködö, Ivendal, Xynam und Thomas. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier die Badge noch bekommen. Ich lasse mal ein bisschen vorspulen. Ah, ich glaube, die wird uns den Weg abschneiden. Oder wir werden ihr den Weg abschneiden. Ich glaube, so war der Plan. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir den fünften Kill hier sogar noch bekommen. Insgesamt war das dann am Ende ein Panzerass, aber auf dem Testserver ist das natürlich immer so mit... Ha! Also ja, okay, Panzerass, aber es ist halt am Ende doch was anderes, als wenn man es auf dem Live-Server fährt. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie nett der Panzer war. Und ich erinnere mich wieder, wir kriegen sogar den Kill hier auf die Badge noch. Hallo, mein Freund. Fünfter Kill, 5000 Damage, 1466 Unterstützungsschaden.